Hallo ihr Lieben, heute gehen wir durch den Garten. Genau, heute zeige ich euch den Garten, was alles gemacht worden ist, was wir gemacht haben, was vielleicht schon wächst und was vielleicht auch nicht wächst. Ja, ganz interessant wird es. Also, kommt einfach mit. Kommt mit. Also fangen wir zuerst mit unseren Vögelchen an. Und zwar haben wir Truthühner, Babys bekommen und auch Hühner. So sieht das Ganze aus. Die genießen hier die Sonnenwärme und wir haben 9 Truthühnerbabys bekommen und wie viel? 7. 7 Hühnerküken bis jetzt? 7 Hühnerküken, genau. Und 8 werden noch gebrütet. Genau, 8 Eier. Da sitzt die Truthenne noch drauf auf 8 Truthahneiern und einem Huhnei. Ja, sind wir mal gespannt, was da alles noch rausschlüpft. Ja, heute begleitet uns schon durch den Garten. Genau. Ja, dann fangen wir mal an mit dem Garten. Fangen wir mal an. Hier vor unserem Haus, seht ihr, da habe ich ein Kräuterbeet angelegt. Aber es ist noch nicht wirklich Kräuter drin. Die müssen erstmal wachsen, haben ein paar reingesät. Manche müssen wir noch einpflanzen. Hier seht ihr, das sind Blumen. Da möchte ich sagen, Dankeschön Valentina, dass du sie uns gegeben hast. Wir sind schon sehr gespannt. Ja, genau. Hier um die Ecke, schaut mal, da haben wir unsere Sommerdusche. Genau. Die haben wir uns hier zusammengebastelt. Große Tonne oben drauf gemacht. Hier haben wir unseren Sprühkopf. Und dann können wir uns runterstellen und duschen. Nein, ich mach's jetzt nicht an. Jetzt bin ich nass. Genau. So, dann gehen wir mal in unseren Garten. Ja, hier seht ihr unseren Knoblauch. Zwiebeln wachsen hier. Wir haben auch Steine gemacht, wo dann draufsteht, was wir dort reingepflanzt haben, bis wir es auch wissen. Also Knoblauch und Zwiebel, die wachsen super hier. Ja, das sind unsere Karotten. Ja, hier haben wir das ganze Beet. Ein Beet und das nächste Beet, das ist alles Karotte. Und jetzt kommen die ersten raus. Zwischen der Karotte, habe ich auch immer wieder gesehen, bekommen wir ganz viel Dill. Also Dill und Karotte vertragen sich auch gut im Beet, deswegen lasse ich sie auch drin. Und ich freue mich auch auf den Dill, denn ich wollte ihn eigentlich aussehen, aber wir haben so viel hier, brauche ich gar nicht aussehen. Genau, gehen wir weiter. Was haben wir noch? Hier ist die Karotte. Ja, zwischendrin, seht ihr vielleicht, da kommt wieder Knoblauch raus. Den habe ich nicht gepflanzt, der kam einfach so raus. Hier, das ist die rote Beete. Da kommt sie schon langsam raus. Und das ganze Feld bis nach hinten ist natürlich auch voll mit roter Beete. Denn wir lieben rote Beete. Man kann rote Beetesalat machen, man macht sie in die Suppe gerne rein und ja, deswegen haben wir ein ganzes rote Beetefeld gesät. Mal gucken, wie viel rauskommt und wie viel wir für den Winter einlagern können. Hier haben wir Mangold. Das sind schon 1, 2, 3, da hinten ist auch noch einer, 4 rausgekommen. Ich glaube, hier kommt auch einer zwischendrin raus. Ja. Genau hier weiter hinten. Seht ihr schon das Schildchen? Da haben wir die Bohnen angepflanzt. Und was ich gerade sehe, da kommt die erste raus. Also die ganze Reihe bis hier hinter haben wir Bohnen angepflanzt. Was haben wir hier schon jetzt? Oh, das ist mein Weißkohl. Ja, das ist Weißkohl, der berühmte, die berühmte Kapuste. Und die habe ich schon vorgezogen, die größeren, deswegen sehen die schon ein bisschen größer aus.
Und die kleineren, die haben wir jetzt von unserer Nachbarin bekommen. Unserer Nachbarin Titania. Vielen Dank dafür. Genau. Gehen wir weiter. Hier, das sieht man vielleicht noch klein, das ist unser Lauch. Den Lauch haben wir in so eine Rille reingemacht, weil der Lauch, der wächst ja hoch und wir wollen ja einen weißen Stängel haben. Deswegen müssen wir den auch mal wieder ein bisschen anhäufen. Und wir haben ihn einfach ein bisschen tiefer gegraben, dass wir nachher nicht zu viel aufhäufen müssen. Hier seht ihr auch wieder so Rillen, wo wir gemacht haben. Hier kommt schon raus, hier kommen die Erbsen. Erbsen haben wir gesät hier. Und hier sieht man wirklich wunderschön, da kommen die Erbsen raus. Da freut sich besonders die Emily drauf, weil die liebt die Erbsen und die Bohnen. Und ja, wir müssen ganz, ganz viel sammeln, damit wir auch für den Winter wieder was haben. Hier habe ich jetzt auch dieses Jahr mal probiert, Brokkoli. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob der Brokkoli wächst hier. Auch hier hinten haben wir wieder... Hier habe ich Blumenkohl versucht. Genau, meine Blumenkohl. Und genau hinten sieht man einfach nochmal, da haben wir ganz viel Weißkohl gepflanzt, die wir von unserer Nachbarin Titania bekommen haben. Die werden anscheinend sehr, sehr groß und damit machen wir auch ganz viele leckere Sachen. Wir tun die den Kohl einlegen, wir tun Sauerkraut draus machen. Ja, da gibt es ganz viel. Und die Emily, die isst auch den Kohl sehr gerne roh. Schmeckt sehr lecker. Da habe ich probiert Rettich. Und zwar gibt es den Rettich in Schwarz, Rot und Weiß. Hier haben wir eine schwarze Reihe. Da sieht man schon ganz toll, wie die rauskommen. Nächste haben wir eine rote Reihe und eine weiße Reihe. Genau. Hier hinten sieht man noch nichts, aber das ist die Pastinake. Pastinake, die lieben wir auch gerne mal in der Suppe. Und ja, überall, wo man die Ringe sieht, da habe ich jetzt Pastinake reingesät, aber mal schauen, ob sie rauskommt. Hier seht ihr auch schon, schaut, unsere Kürbisse. Und zwar ist es Partison. Das sind die Blumenkürbisse. Genau, hier ist auch noch einer. Und hier hinten, der da, das ist der Hokkaido-Kürbis. Da haben wir auch ein paar Pflanzen. Genau hier. Hier hat es ein bisschen zugesetzt. Wir hatten die letzten Nächte einmal Minusgrad und da sind die Blätter ein bisschen welk geworden. Aber ich hoffe trotzdem, dass sie noch weiter wachsen. Aber wenn nicht, wir haben noch ganz viel gepflanzt. Ja, hier haben wir auch noch mal auf dem Beet. Seht ihr, hier habe ich Spinat versucht auszusehen. Hier sieht man den ersten Spinat. Ach, der kommt da raus. Ich hoffe, dass auch bei den nächsten ganz, ganz viel Spinat kommt, weil die Emily und ich und Vlad natürlich, wir lieben den Spinat. Und wir müssen unbedingt für den Winter was machen, weil hier bekommt man nicht so viel Gemüse im Winter. Deswegen freuen wir uns schon, wenn alles wächst, gedeiht und wir vieles auch einfrieren können, damit wir im Winter was haben. Genau, gehen wir weiter. Weißt du, was das ist? Nein, das sind Zwiebeln. Genau, hier mache ich ein Experiment. Hier lasse ich die Zwiebeln, das sind so alte Zwiebeln, und die lasse ich wachsen und blühen, damit ich die Samen ziehen kann. Damit wir vielleicht nächstes Jahr selber Setzlinge, Zwiebelsetzlinge ziehen können und keine kaufen brauchen. Denn für einen Selbstversorger ist es natürlich ganz wichtig, dass wir auch lernen, wirklich von dem, was wächst, auch die Samen zu nehmen und dann nächstes Jahr auch wieder einzupflanzen. Ja, hier hinten in dem Beet möchte ich auch noch was anpflanzen. Und zwar habe ich hier vorgezogen Physalis.
Physalis will ich jetzt hier einpflanzen und sie wachsen lassen. Da sage ich auch nochmal Dankeschön, Valentina, für die Samen von der Physalis. Und ich hoffe, wir werden auch viele Physalis haben, denn gerade bei dir habe ich nämlich die leckere Marmelade probiert. Die war so lecker, dass ich auch unbedingt Physalis ausprobieren wollte. Ja, auch hier hinterm Gewächshaus habe ich was angebaut, aber ihr seht, das Unkraut ist schneller, als die Pflanzen wachsen können. Und deswegen sieht es wahrscheinlich auch gar nicht so gut aus. Ja, aber hier sieht man, hier habe ich noch eine Zucchini, da habe ich noch eine Zucchini und hier hinten sind auch noch mal zwei. Ja, an dieses Unkraut muss ich noch rangehen. Das habe ich leider nicht geschafft. Ja, aber es ist immer so, ist man fertig an der einen Ecke, kann man gerade wieder von vorne anfangen mit dem Unkraut. Also Unkraut zupfen, naja, wer das nicht mag. Aber es muss sein, sonst sieht der Garten so aus. Und das wollen wir natürlich nicht haben. Hier in dem Beet. Genau, das sind kleine Tomaten, das sind unsere Cocktailtomaten, die sind hier draußen. Ja. Wir wollen einfach nur schauen, wie. Genau, wie das draußen wächst. Unsere hauptsächlichen Tomaten, die finden wir nachher in unserem Gewächshaus. Aber das zeige ich euch nachher noch. Genau. Ja. Hier. Das seht ihr. Genau, das ist der Salat, ja. Genau, da kommt ein Salat raus. Hier kommt einer raus. Und hier hinten kommen auch. Und der hier hinten. Dieser Salat hier hinten. Das hat uns ein Abonnent zugeschickt und zwar, das ist der Pflücksalat und ich danke euch, liebe Elke, lieber Lutz, für den Pflücksalat und ich bin froh, dass er endlich rauskommt, denn ich habe schon viele, viele Schwierigkeiten mit dem Salatansehen gehabt, aber jetzt kommt der erste raus und ich freue mich schon bald, ihn zu essen. Vielen, vielen Dank euch ihr beiden. Da haben wir die Radieschen gesät und die kommen wunderbar raus. Also, die wachsen super hier. Erdbeeren. Oh ja, hier haben wir unsere Erdbeeren. Die Erdbeersetzlinge, die haben wir von der Valentina hier aus Iskraam bekommen. Und liebe Valentina und lieber Viktor, ich danke euch für die Setzlinge und wir freuen uns schon auf unsere ersten Erdbeeren. Ich habe schon gesehen, da gibt es einige kleine grüne Erdbeeren dran. Vielen Dank euch. Hier zum Beispiel, hier sieht man ganz klein eine grüne Erdbeere, die sich bildet. Ja, da freuen wir schon uns drauf. Ja, hier nebendran habe ich auch was probiert oder einen Versuch gestartet und zwar ist das die Wassermelone. Da habe ich auch so ein extra Beet gemacht. Das heißt, unten habe ich einen Graben gemacht. Ich blende es euch einfach mal ein, wie ich das gemacht habe. Und dann die Folie drüber, Löcher rein und die Wassermelone rein. Nachts wird es noch abgedeckt. Wie unsere anderen Folienhäuser, weil es braucht noch viel Wärme. Ja, hier haben wir unser Auberginenfeld. Man kann es schon fast Feld nennen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir eingepflanzt haben. Ich glaube über 20. Und die wachsen so super. Genau, wir können mal hier. Schaut mal, jawohl, da ist eine Blume schon, da blüht sie schon. Hier auch. Schaut mal, wie wunderbar. Hier haben wir unser Gurkenfeld, genau. Emily, zeig mal, da sind schon die ersten Gurken dran, genau. Oh, diese Gurken, die großen Gurken, die habe ich vorgezogen schon, damit wir am Anfang jetzt schon bald die Gurken haben, sieht man jetzt. Die anderen, die habe ich einfach hier draußen ausgesät und die sind dann gewachsen.
Aber ihr wundert euch jetzt bestimmt, warum. Warum haben wir so ein Beet gemacht mit Mist und Stroh drumherum? Das ist speziell hier, das habe ich auch nicht gewusst, das habe ich gelernt. Und zwar von den Dorfbewohnern hier. Die machen das nämlich, weil hier ist es ja die Nächte auch recht kalt. Die tun, am besten blende ich euch das einfach ein, wie ich das gemacht habe, dass ihr einfach mal eine Vorstellung bekommt, was wir dort gemacht haben und wieso wir das gemacht haben. Heute ist der, lass mich überlegen, der 10. Mai und ich bin wieder im Garten am Arbeiten. Ja, heute tue ich unser Gurkenbeet anlegen. Und ich habe hier schon gesehen, die Dorfbewohner, die tun das auf spezielle Weise. Und das versuche ich jetzt einfach auch zu machen, weil das klappt anscheinend wunderbar. Ich habe diese Methode noch nicht gekannt. Ich habe die Gurken vorgezogen und in die Erde reingesteckt und habe gewartet, bis sie wachsen. Hier wird es ein bisschen anders gemacht. Also hier neben unserem Gewächshaus mache ich dieses Beet. Ich habe in dem Beet ein bisschen runtergegraben, aber nicht viel. Und dann kommt Mist. Stroh und Mist kommt da rein. Es wird schön gegossen. Dann mache ich noch mal eine schöne Erdschicht drüber. Und jetzt gehen wir ins Gewächshaus. Aber bitte ganz kurz, weil dort ist ungefähr 50 Grad. Genau. Da gehen wir nur kurz. Also gestern Nacht war es minus 1, heute sind gefühlt 30 Grad, morgen soll es sogar bis 35 Grad werden. Ja. Also die Temperaturschwankungen hier, die sind ja phänomenal. Ja. Sehr, genau. Aber wir gehen kurz rein. Ich glaube, das würdet ihr noch ertragen. Ja. Ich muss es ertragen. Also, das ist unser Gewächshaus, wo wir unsere Tomaten drin stehen haben. Genau, die wachsen alle schon ganz gut. Genau. Da hinten, da haben wir eine ganze Reihe mit Paprika. Und die fängt jetzt auch richtig gut an zu wachsen. Genau. Tomaten, da haben wir schon die ersten Blüten. Ja, seht ihr, wie viel Grad wir haben? Da hinten, da habe ich einfach noch zwischendrin Knoblauch reingesetzt. Jetzt müssen wir raus hier. Ja, wir haben am Anfang wirklich zu kämpfen gehabt mit unseren ersten Tomaten, die wir ins Gewächshaus gemacht haben, weil es war sehr heiß, die Nächte waren kalt und unsere Tomaten hingen, bis wir dann noch zusätzlich, das habt ihr bestimmt jetzt gesehen, wir haben zwei Fenster zusätzlich noch reingemacht. Ein kleines Fenster da unten, dass die frische Luft reinkommen kann. Und vor uns habt ihr es bestimmt auch gesehen, haben wir noch hinten auf der anderen Seite einfach noch ein Fenster reingemacht, so dass einfach die Luft ein bisschen zirkulieren kann und die warme Luft auch entweichen kann. Genau. Es wurde dann auch besser und dann haben wir noch, damit sie ein bisschen Schatten bekommen, haben wir über das Gewächshaus eigentlich so einen Vlies drüber gemacht, dass die ein bisschen Schatten bekommen. Und dann war das wirklich gut gewesen, ja. So, aber wir haben noch das Wichtigste, glaube ich, vergessen. Das wächst nämlich hier bei uns im Garten nicht. Und das Wichtigste, was man eigentlich in Sibirien braucht. Kartoffeln. Kartoffeln. Wo haben wir unsere Kartoffeln hingemacht? Die haben wir versteckelt und dann gehen wir gleich hin. Ah, wir haben übrigens noch ein paar Kartoffeln hier. Genau. Das haben wir noch gar nicht gezeigt. Genau, Emily. Hier haben wir zwei restliche Kartoffeln. Ah, guck mal, da kommen sie schon raus. Seht ihr? Hier kommt sie raus. Hier. Also sie kommen schon überall raus. Hier sind sie schon richtig größer. Ja. Genau, da hinten auch. Und jetzt zeigen wir aber unser Hauptfeld, ne? Nicht nur eine Reihe. Ja. Wir müssen ja das ganze Jahr Kartoffeln essen. Achso, hier haben wir noch. Hier haben wir noch unsere Zucchini gemacht. Schaut mal hier kommt sie schon raus. Unsere Zucchini. Genau.
gehen wir schnell rüber. So, gehen wir rüber. So, da müssen wir jetzt rausgehen. Okay. Ja, ihr kennt es bestimmt noch. Da standen nämlich unsere Schafe drin. Und das haben wir jetzt als unser Kartoffelfeld. Schaut mal, wie die Kartoffeln da schon rauskommen. Und wir haben komplett die ganze Fläche hier voll mit Kartoffeln gesetzt. Ja. Ups. Okay. Hallo ihr Lieben, ich hoffe euch hat das Video gefallen, unsere Selbstversorgung. Und ja, wie ihr seht, haben wir uns vorbereitet. Wir sind gespannt, wie die Ernte sein wird. Da werde ich ja natürlich mehr darüber erfahren. Genau. Also, dann werdet ihr auf dem Laufenden gehalten. Bis zum nächsten Wochenende. Ciao, ciao. Tschüss.